So, 12,4 ist gut. Damit mache ich nämlich die erste Camel-Dings hier fertig. War das so, ja? 10, ja. Ach, ich hab's. Ja, ich hab's so. Man muss natürlich auch hingucken, dann sieht man es auch. Hingucken erleichtert die Sache. Hier, reden Sie mit einem Block. Machen wir so. Ach Gott, ich bringe ja nicht. Wir können nochmal das alte Kathmandu hier nochmal bringen. Wie viele Millionen machen wir damit? Muss jetzt die Sendung nicht raushauen. Otto. Otto. So, jetzt fahren wir auch in die Werbeagentur. Schauen wir mal, was das Sache ist. Ich glaube, hier dieses Mikrofon, was ich habe, liegt zu eng in meinem Kopf. Es hört sich immer an, als wenn ich hier irgendwie zusammengepresst wäre. Also immer, als wenn ich hier nuscheln würde. Dabei ist das gar nicht so. Ich nuschel gar nicht, echt. So, jetzt habe ich hier zur Auswahl an vielen interessanten Dingern hier. Credcard, zwei Stück, keine Kultur, 240.000. Hier bekomme ich 3 in 3, 660.000. Und hier waren es 3 in 3, nur 650.000. Naja, dann nehme ich natürlich das andere. Man kann sich die jetzt, kann ich nochmal zeigen, man kann sich die jetzt in den Korb legen. Oh, Moment. Ne, doch. Aber man tut die praktisch erst nehmen, wenn man rausgeht. Also ich könnte es jetzt wieder zurücklegen. Hoffe ich doch. Also jetzt mitgenommen hier. Atari. Das war jetzt 10er und habe ich jetzt schon. Credcard wollte ich noch nehmen. Gut. Camel ist okay. So, jetzt kommt die nächste Show. Der nächste Block. Show. Bin ich mal gespannt, ob ich da auch die 10 Millionen schaffe. So, neue Nachrichten gibt es nicht. Wir können ja einfach mal, aber das machen wir jetzt einfach mal. Fürs Let's Play. So, wir können jetzt hier noch Showbusiness dazu kaufen und vermischt es. Ich hole jetzt mal, mach mal ein bisschen Showbusiness dazu. Jetzt haben wir ab der nächsten Dings dann auch Showbusiness. Und können dann auch Showbiz News bringen. Okay, so jetzt habe ich hier nochmal die da. Dann bringe ich auch den nochmal. Das schiebe ich jetzt einfach so lange hinten raus, bis es dann, ja, wäscht. Weil die möchte ich gerne, wenn ich die heute fertig machen kann, diese Camel, wäre natürlich cool. Geld brauche ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier den James Dean rausbringe. Ich meine, an den Mann bringe. So, Credcard kommt hier rein. Credcard, Credcard. Und dann habe ich hier Atari gekauft. Da mache ich die Stirb langsam bestimmt. Genau. Und dann müsste ich mal gucken, habe ich eigentlich im ersten Block hier mit dem Colt die 10 Millionen geknackt gehabt? Ich glaube nicht, gell? Es waren nur 9,6. Ja, okay. Ja, okay, ja, vielleicht morgen. Das ist immer so, das schwankt ja manchmal immer so ein bisschen. Also, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wird man sehen. Okay. Ja, so viel dazu. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, also der könnte die 10 Millionen doch auch knacken. Sollte er eigentlich machen. Jetzt schaue ich nochmal rein, was es heute so an Filmen gibt. Vielleicht gibt es ein paar neue Sachen. Wobei, ich glaube, die gibt es jetzt immer nur neu, wenn ich da was rauskaufe. So, aber Problem Müllwirtschaft will ich nicht verkaufen. Der letzte Kaiser, oh, das ist ein guter Monumentalfilm. Chronik eines angekündigten Todes. Time Bandits gibt es immer noch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Time Bandits hier gesehen habe. Keine Ahnung. Kampfstern Galactica. Peggy Sue hat geheiratet. Ach ja, gibt's den Prince wieder. Wenn ich jetzt das Geld hätte, würde ich den kaufen. Vielleicht kaufe ich den heute noch, wenn ich den anderen Film fertig bekomme. Ghostbusters! Oh, Blues Brothers. Actionfilm, ist auch geil. Ja, hier haben wir noch eine Love Story ab 18. Basic Instinct. Okay, hier gibt es gerade gar nicht mal so. Aber oh, hier ist was Interessantes. Das ist jetzt schon mal die erste Live-Übertragung. Sendrechte für die wichtigsten Leichtathletik-Disziplinen.
Kostet natürlich 3 Millionen. 3,3 Millionen. Und hier gibt es einen Goldfinger. Goldfinger. Detektiv Rockford. Jetzt habe ich hier nochmal die 12, die 10 Millionen geknackt. Jetzt muss ich den, kann ich den Dings nochmal hinten rausschieben. Vielleicht mache ich es doch gleich so, dass ich Uran dann einfach am Ende vom Tag schiebe. Dann spare ich mir jetzt das ganze Gerinne. Okay. Aber für morgen steht das Programm ja eigentlich. Es geht heute nur noch darum, Geld zu verdienen. Dann mache ich nämlich hier die 1,5 Millionen und dann kann ich mal was einkaufen noch. Aber diese Senderechte für die Olympiade kriege ich, für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft war das, glaube ich. Ja. Die kriege ich jetzt noch nicht. Pass mal auf, jetzt wollte ich mal gucken, Monumentalfilm. Da kann ich ja noch einen kaufen. Da habe ich den Meuterei auf der Bounty. Gut, diese Monumentalfilme haben natürlich immer drei oder vier Blocks. Das ist klar. Hier, Dr. Zhivago mit vier Blocks. Da habe ich irgendwann mal gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich den ganz gesehen habe. Naja. Brücke am Kwai habe ich auch mal gesehen. Bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den ganz gesehen habe. Meuterei auf der Bounty, ja, den habe ich ganz gesehen. Ah. Naja, keine Ahnung. Habt ihr die Filme alle mal ganz gesehen? Also, denn sie wissen nicht, was sie tun, habe ich nie gesehen. Ein Colt für alle Fälle habe ich immer geschaut. Oh gut, das war ja auch eine Serie. Klar. Flashdance. Bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den mal ganz gesehen habe. Ich habe ganz viele Filme immer nur stückchenweise gesehen. Und als ich dann irgendwann einen eigenen Fernseher hatte, habe ich die Sachen immer nur so weit geschaut, wie sie mich, sag ich mal, gefesselt haben, wie sie mich bei der Story gehalten haben. Was eigentlich gar nicht schwer ist für einen Film. Alle, die mich kennen, oh, werden wissen, dass ich eigentlich relativ leicht irgendwie mit irgendwas mit irgendwas zu begeistern bin. Besonders machen wir es so. Aber es gibt doch immer wieder Sachen, wo ich einfach umschalte. Dann zapp ich einfach weg und dann, naja. Hör mal auf, das ist natürlich jetzt doof. Aber gut, dann mache ich jetzt den Credit Card hier rein. Dann verschiebt sich das alles gerade ein bisschen und dann mache ich hier Camel halt morgen fertig. Weiß ich, quatsch mit Flashdance den Camel? Ja, mal schauen. Vielleicht auch mit der Kultur. Wäre natürlich ein Brüller, wenn nicht mit der Kultur. Okay, schade. Ich dachte, das schaffe ich irgendwie fertig. Na gut, dann werde ich heute noch nicht shoppen gehen. Ich schätze auch nicht, dass ich hier noch mehr Leute bekomme, weil es wird zum Ende des Tages dann wahrscheinlich eher weniger werden. Aber die 5 Millionen müsste ich eigentlich schaffen. So, schau mal, vielleicht einmal. Ne, keine Showbiz News. Wollte ich mal zeigen. Ah, oh, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Jay Miller. Irgendwann werden wir auch. Machen wir uns da mal dran und tun nochmal die eigenen Wichtinger hier, ach, ist das mir, ey. Die eigenen Serien produzieren. Da will ich auf jeden Fall mal was machen. Dazu brauchst du aber erst ein bisschen Geld. Also dann weißt du Bescheid, da brauchst du ordentlich Kohle. Wobei es vielleicht auch erst sinnvoller wäre, auf die 4,5 Millionen zu sparen,